Hey Leute, zu einer weiteren Folge auf dem Kanal, Leute. Und ja, heute sind wir das Video für euch. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es mal heute um das angebliche Twitch Prime Paket, um die angeblichen Free Skins, Leute. Und falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Brustbewertung und ein Abo, Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und ja, Leute, vor mehr als einer Woche circa gab es ein Update und da wurden neue Skins ins Game gebracht, in die Games-Files. Und dann gab es natürlich wieder die Leaker, die diese ganzen Skins geleakt haben, Leute. Unter anderem wurde hier auch der Archetyp-Skin mit seinen ganzen Cosmetics geleakt, Leute. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass dann ein paar Leute hingegangen sind und gesagt haben, dass dieses Paket oder dieses Outfit mit den ganzen Cosmetics das neue Twitch Prime Paket werden wird, Leute. Es gab ein paar Anhaltspunkte, wie zum Beispiel die Hose, die hatte nämlich so ein ähnliches Farbschema oder ähnliches Farbmuster wie beim ersten Twitch Prime Paket mit dem Havok-Skin, Leute. Und dann sind, wie schon gesagt, Leute hingegangen, haben das verbreitet, alle YouTuber haben darüber ein Video gemacht, dass das neue Twitch Prime Paket werden wird, dass das die neuen Free Skins werden. Und ja, Leute, das Problem an der ganzen Sache ist, dass man am Anfang nicht wirklich bessere Anhaltspunkte gesucht hat, als wirklich nur diese ganzen äußerlichen Sachen. Man hat nicht wirklich in die Gamefiles geschaut, was ist der Name? Gibt es irgendeine Verbindung mit anderen Twitch Prime Skins? Hat man da ähnliche Namen und so weiter? Und erst jetzt, Leute, fast eine Woche, kommen Leute daher und schauen in Gamefiles nach, ob man noch weitere Anhaltspunkte für das Twitch Prime Paket finden kann, Leute. Und dann hat man erst entdeckt, dass es bestimmte Pfade gibt für die Item-Shop-Skins und für die ganzen Twitch-Prime-Skins, Leute. Und zwar hat man bei den ganzen Shop-Items, wie zum Beispiel bei den Skins, bei den Backblings, bei den Spitzhacken und bei den Gleitern, Leute, hat man immer einen identischen Pfad gefunden. Und zwar heißt der Cosmetic Source Item Shop. Unter diesem Namen und diesem Pfad werden die ganzen Item-Shop-Skins, Outfits, Cosmetics gespeichert. Und so weiß man, ja, diese Sachen kommen in den normalen Shop. Die werden kein Twitch-Prime oder Free-Skins oder sowas um den Dreh. Und dann hat man natürlich geschaut, was ist in dieser Twitch Prime Pfad? Gibt es einen Twitch Prime Pfad oder gibt es keinen oder werden die nur irgendwo gespeichert? Und dann hat man Gott sei Dank einen Twitch Prime Pfad bei den alten Twitch Prime Paketen gefunden. Und zwar heißt der Cosmetic Source Granted Twitch, Leute. Unter diesem Pfad oder unter diesem Namen werden ganzen Twitch Prime Pakete, Skins, Outfits, Cosmetics gespeichert, Leute. Und dann ist man natürlich hingegangen, hat gesagt, ja, dann überprüfen wir mal dieses angebliche Twitch Prime Paket. Ist es wirklich ein Twitch Prime Paket oder ist es doch ein Shop Paket, was in der nächsten Zeit nochmal in den Shop kommen wird mit den ganzen anderen Skins, Leute. Und dann ist man hingegangen, hat es natürlich überprüft und man ist leider drauf gekommen, Leute, dass alle Leaks zu diesem ganzen Thema, alles, dass wir das Twitch Prime Paket, alles falsch war, Leute. Nämlich hat dann FNBIRO Leaks haben dann auf Twitter ein Bild veröffentlicht, das kann ich nochmal einblenden, dass der Archetyp-Skin und dass die ganzen Cosmetics um den Archetyp-Skin alles ganz normale Item-Shop-Skins, Leute, sind. Das sehen wir auch einfach dran, dass sie die gleiche Endung, diesen gleichen Pfad haben, die ganzen normalen Item-Shop-Skins. Und so sehen wir, dass die ganzen YouTuber mit deren Twitch-Prime-Paket alle falsch lagen, Leute. Und ja, das angebliche Twitch-Prime-Paket wird kein Twitch-Prime-Paket, Leute. Das ist ganz normal, stinknormal Item-Shop-Skin, der in der nächsten Zeit mit ganzen Cosmetics in den Shop kommt, Leute. Das hat nichts mit dem Twitch-Prime-Paket zu tun, Leute. Die ganzen YouTuber haben einfach nur falsche Informationen bekommen und diese falschen Informationen weiterverbreitet. Jeder hat gedacht, dass dieses Paket das neue Twitch-Prime-Paket werden wird, auch wegen den ganzen Anhaltspunkten und so weiter, Leute. Aber, wie schon gesagt, dieses Paket wird nicht das Twitch-Prime-Paket, es ist einfach nur ein ganz normales, stinknormales Item-Shop-Pack, was in der nächsten Zeit in den Item-Shop kommt, was sich jeder kaufen kann, was ich ein bisschen schade finde, weil ich fand den Skin eigentlich relativ geil, auch dass man so viele Sachen, auch den Gleiter und der Spitzhacke, alles eigentlich gratis bekommen könnte, eben mit dem Twitch-Prime, finde ich schade eigentlich, aber uns wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit vielleicht ein anderes Twitch-Prime-Paket erwarten, was dann wirklich offiziell von Fortnite, von Epic Games angekündigt wird. Wie schon gesagt, dieses Paket wird nicht das Twitch-Prime-Paket. Das konnte ich euch hier nochmal beweisen. Ich habe unendlich viele Bilder gefunden und ich habe euch hier noch ein paar Bilder eingeblendet. Das Twitch-Paket wird nicht das Paket werden. Wir müssen darauf warten, bis Epic Games wirklich das offizielle Paket und offizielle News raushaut über das neue Twitch-Prime-Paket, die neuen Twitch-Prime-Skins, Leute. Derzeit haben wir noch keine weiteren Leaks für
Twitch Prime. Wir wissen nur, dass das nicht das Twitch Prime Paket werden wird, dass das einfach nur ganz normale stinknormale Item Shop Skins sind und dass das ganze Thema hiermit abgeschlossen ist, Leute. Ihr könnt es gerne mit euren Freunden teilen und zeigen, dass das wirklich nicht das Twitch Prime Paket ist, Leute. Wir haben ja auf jeden Fall relativ recht, weil nicht dann nochmal Leute herkommen und dann Videos drüber machen, dass das das neue Twitch Prime Paket werden wird. Und ja, das war's mit den ganzen News über dieses ganze Thema, Leute. Wie schon gesagt, teilt es wieder mit euren Freunden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und vergessen wir nicht, die Glocke zu aktivieren. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money.